Don't get left behind on the road. So, und da ist er schon. Hallo Santi, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, die Sonne scheint, was wollen wir mehr? Was geht heute ab? Das weiß ich noch nicht. Ich muss erstmal ins Studio wieder ein bisschen quatschen, für Geld natürlich. Und dann schauen wir mal. Bis später. So Santi, was hast du ausgesucht? Was ich ausgesucht habe? Ei mit Speck. Und jetzt guten Appetit. So ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Die Sonne kommt gerade raus. Ich muss aber leider ins Studio. Ja, da habe ich leider keine Sonne. Macht das Beste aus dem Tag und bis demnächst. Tschüss. Drei Tage später. Hallo ihr Lieben, wir haben heute einen wunderbaren sonnigen Tag und ich bin unterwegs für etwas, was ich gleich noch verraten werde. Ja, was ich lange nicht gemacht habe hier in unserem wunderschönen Berlin. Also, bis später. Hallo ihr Lieben, so, da bin ich wieder und ich bin nicht alleine hier. Ich bin heute hier in unserem wunderbaren Berliner Zoo, lange nicht gewesen und ich habe einen ganz tollen Kollegen heute dabei. Das ist der Jürgen Kluckert und ein kleiner gelber Freund würde sagen. Ja, der kleine gelbe Unterwasserschwamm. Ich bin heute hier mit Mr. Krabs. Ich bin nicht Mr. Krabs. Nein, wer bist du denn dann? Ich bin Benjamin Blümchen. Ja, habt ihr das gewusst? So ihr Lieben, jetzt sind wir sind immer noch im Berliner Zoo bei den Giraffen. Das ist schon gewaltig hier, wenn man das sieht, ja. Und so majestätisch wie die sind und trotzdem wie elegant die sich bewegen, trotz der Größe. Jetzt ist im Moment die Sonne gerade kurz weg, aber das ist ganz angenehm, da ist es nicht so heiß. Wir gehen weiter. Jetzt gucken wir hier. Hallo ihr Lieben. So, wir sind ja immer noch in der Nation. Wir sind jetzt am Gehege der Pandas. Und ich darf jetzt sogar einen streicheln. Pass mal auf. Ei, das ist ganz brav. Ganz lieb. Ganz lieb. Das ist Bau, Bau. Tschüss. Bei den Elefanten. Also, bei meinen, ne? Ja, bei meinen ja, Kumpels. Ja, Martina, die hat sich zu Benjamin sagen. Ja, ja, was hast du gesagt? Oh, ja. Guck. Oh. Guck dir das an. Also. Die ganze Familie. Zuckerstoff. Ja, eben. Eben, Zuckerstoff. Ja. Ein Zuckerstoff. Nix. Aber da kriegt er immer Zahnschmerzen. Ja. Dreh dich doch nicht weg. Ja, na gut. Ja, das ist doch schön. Darf ich einen Foto von uns zusammen machen? Ja, gerne. Und die Elefanten. Ja. Ja, Forscher zeigen, die hat auch Pflichtlektüre genommen. Ach, gibt's sowas? Ja, hier, du mach noch ein bisschen was hier. Hier, die Hauptrolle. Die Hauptrolle. Und jetzt bin ich mal nicht Blümchen, jetzt bin ich Mr. Krabs. Ja. Gut drauf. Mr. Krabs, hier sind die Elefanten. Hey, Mignon! Mignon! Ja. Sag mal, gefällt dir's hier? Ja, ich mag Elefanten. Übrigens, Mr. Krabs, kennen Sie Benjamin Blümchen? Natürlich. Ja. Natürlich kenne ich den. Habt ihr euch schon mal getroffen? Ja, wir reden auch manchmal miteinander. Könnt ihr auch miteinander telefonieren? Ja, ja, mit einer kleinen Pause dazwischen. Das würde ich gerne mal hören. Du stellst mir Aufgaben. Ja. Mann, Mann, Mann. Hallo, hört ihr mich? Guckt mal genau hin. Ja, das bin ich. Benjamin Blümchen? Na, guckt mal, wie ich richtig aussehe. Das ist doch schick. Und zu essen gab es auch gerade, aber keine Zuckerstückchen, kein einziges Zuckerstückchen. Das ist schade. Aber ich sehe gut aus, was? Santi, wann warst du eigentlich zuletzt im Zoo? Oh, das ist schon etliche Jahre her.
Obwohl so ganz so lange auch nicht, so 4-5 Jahre etwa. Also es soll ja Menschen geben, die länger nicht im Zoo waren. Ich nenne dir keinen Namen. So, ihr Lieben, ich bin immer noch im Berliner Zoo und ich gehe jetzt mal über den Zebrastreifen, ja? Kommt mit. Alles klar, habt ihr verstanden? Ich weiß auf der Straße. Ja, mindestens. Ja. Aber das ist von der heißen Sonne, ne? Ja. Ja, es ist so ein richtig schöner Sommertag heute. Ja. Wir müssen uns mehr Menschen verpassen. Und die Wege, das ist ja auch sehr weit. Stimmt, wir haben sehr viel zu laufen. Hallo, das war aber ein schöner Tag, oder? Ja, das war prima. Dass ich heute mal dabei war, bei SpongeBob, das hat mich wahnsinnig gefreut. Ja, ja, so ist das. Also, heute war ich mal da und freue mich noch immer und freue mich noch immer. Vielleicht werde ich noch mal eingeladen. Könnte ja sein. Also, ich werde mich anständig benehmen und dann werde ich noch mal klingeln beim Santiago und dann, vielleicht bin ich's, oder? Oder der andere. Da habe ich noch einen Kollegen, ne? Mr. Krabs. Ich bin ja auch Mr. Krabs. Oder? Na ja, Minion. Tschüss. Ja, ihr Lieben, das war ein wunderbarer Tag im schönen Berliner Zoo. Und für Interessierte noch die Info, man kann Kombi-Tickets erwerben für den Zoo und für das Aquarium, was ja gleich daneben ist. Das lohnt sich unbedingt. Es ist auch ganz viel Tolles zu sehen. Nicht nur Fische, auch Insekten, Krokodile und. Also kann ich ganz, ganz toll empfehlen. Ein Kombi-Ticket für den Berliner Zoo und für das Aquarium. Wir sind für heute erstmal fertig und durch. Es war sehr, sehr schön und ich bedanke mich auch nochmal bei dem ganz lieben und tollen Jürgen Kluckert. Und für euch, tschüss und bis zum nächsten Mal.